Boah, ist das kalt! Hey Leute, ihr glaubt gar nicht, was hier gerade passiert ist. Ich bin hier von meinem Arbeitsplatz vertrieben worden. Und so sieht das jetzt hier aus. Und er zockt nicht mal. Er schneidet hier einmal sein Gesicht aus. Und? Fehler? Computer sagt nein. Es ist auf einmal hier so runtergerutscht irgendwie. Ja, dann musst du jetzt wieder das Bild kleiner machen. Einmal Alt und Minus. Jetzt drückst du einmal auf Entfernen, damit du hier wieder zurückkommst. Genau, und jetzt kannst du weitermachen. Also kommen wir dann zum letzten Strich, oder? Richtig. Das sieht ja fast aus, als wenn Ash hier bald meine Arbeit übernimmt. Was mache ich denn dann? Fertig. Oh, du bist fertig? So, das Bild ist noch nicht ganz fertig, weil der im Moment ist Ash hier und muss noch die Kurve schließen, bis dahin, wo er angefangen hat. Fertig. Yay! Er ist jetzt dabei, hier nochmal ein bisschen was auszuschneiden. Und dann soll in dieser Ecke gleich der Kopf zu sehen sein. Wie sieht's denn aus? Raucht schon die Birne? Ehrlich? Ja. So, mittlerweile ist das Video hochgeladen, das Ash hier gemacht hat. Und jetzt guckt er sich hier die Kommentare an. Lucky, guck dir das an, ich bin arbeitslos. Nicht schlecht. Er hat das selber gemacht, das Thumbnail. Und jetzt macht er die Kommentare selbst. Wird schon gut. Er braucht schon die Birne, guck dir das an. Kann es vielleicht sein, dass hier jemand eine Abkühlung braucht? Abkühlung? Ja Abkühlung. Ich komme nämlich gerade von draußen. Und du wisst ihr was, ich habe eine Idee. Ich zeige euch mal was Schönes. Was heißt das? Das sagt ihr bestimmt gleich, ja, machen wir. Was denn? Tada! Ich habe hier ein bisschen was. Boah, nice. Da ist hier jemand ja gleich wach, oder? Was hat Mama damit vor? Warst du eigentlich, willst du einkaufen gehen oder wie? Willst du ein neues Auto kaufen? Ich würde gerne damit einkaufen gehen. Wie ein neues Auto kriegst du nicht, also es sind 500 Euro. Ich habe eine coole Idee und zwar haben wir noch auf der Terrasse draußen ein bisschen Schnee liegen. Die Aufgabe lautet, der Letzte, der den Schnee verlässt, bekommt 500 Euro. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann gehen wir zusammen zur Abkühlung in den Schnee nach draußen. Genau, und zwar mit nackten Füßen. Hast du aber nichts von du mir sollst sagen. Dich ja nicht ganz ausziehen. Ich will meine Füße brauche ich noch ein bisschen länger. Er zieht sich schon die Socken aus hier. Für 500 Euro kann man sicherlich neue was Füße ganz kaufen. Schönes kaufen. Neue Füße kriegst du dafür, glaube ich, leider oder nicht. Oder ein paar warme Socken, damit die aber, laufen. Aber ich hätte doch schon eine Idee. Mal die 500 Euro gehören mir. Ich habe richtig unempfindliche Füße. Die Kohle gehört mir. Also, das wird ja ein Kampf zwischen Ash und mir dann. Ja, oder also ich würde sagen, ich werde wahrscheinlich als Erste sein, die da schreiend rausrennen aus dem Schnee. Als Erstes brauchen wir natürlich ein paar Handtücher, denn also ich glaube, ich werde, wie gesagt, da als Erstes rausfliegen, könnte ich fast wetten. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich hier einlasse. Handtücher habe ich es schon mal. Also ich würde mir von 500 Euro vielleicht Wii U-Spiele holen, CDs, DVDs. Und ich hole mir ganz viele Süßigkeiten Lego. Ohne Zucker. Ja, Süßigkeiten hole ich mir auch dann noch. Dann noch ein bisschen Schokolade. Also dann ja ganz, ganz viel noch. Klamotten. Ja, ich hole mir vielleicht noch ein Unterhemd und einen Pulli. Also, ja, okay. Schnucki hat sie noch an. Ash hat sie schon aus. Meine Socken sind auch noch an. Ich gehe jetzt einmal schon mal raus, weil meine Eltern kommen anscheinend irgendwie nicht. Oh, ist das kalt. Oh nein. Ich wollte nicht wissen, wie kalt es auf dem Holz ist. Mir ist so kalt, dass ich schon zittere. Das Holz ist eingefroren. Das ist wie, als wenn man auf so einem Eis sitzt. Da liegt schon mal echt Schnee. Ich bin gespannt, wer gleich von uns als Erstes da wegspringt. Stehst du auf einem schönen kalten Läufer? Und es geht los. Wir werden jetzt erstmal die Socken ausziehen. Boah, es ist mal schon so eisig kalt, ne? Okay, Mama, barfuß, Papa, barfuß, Ash, barfuß und du sagst die ganze Zeit, wisst ihr was? 500 Euro für den, der am längsten im Schnee bleibt. In dem eisigen Schnee. Los. Oh! Ey, es ist eiskalt. Oh! Oh. Oh, bist du raus? Nein. Doch, du bist raus. Ich bin noch im Meer. Hab ich schon gewonnen? Das war's? Nein, das ist nicht. Oh, es tut so weh, es tut so weh. Oh. Oh. Nur noch irgendwie auf den Kanten. Und irgendwie. Papa, bitte geh raus! Bitte, Papa! Sag mal, er war doch schon raus, er war schon wieder auf dem Holz.
Dann bist du disqualifiziert, oder? Habe ich gewonnen? Nein, eigentlich ja. Weißt du was, das wird gerade wärmer. Man gewöhnt sich an den Schmerz. Und du bist raus. Ich hab's gewonnen, weg hier. Alter Schwede. Schnucki, nimm mal die Kamera. Ich friere mich hier. Die, sind die Füße jetzt taub? Rein. Sind die Füße? Ja, weil Schnee ist. Wie schön auf einmal der Teppich sein kann, ne? Die sind blau so angelaufen. Kalt, ja. Das ist richtig kalt. Mann. Ich bin schon verloren. Oh Gott. Die Runde ist zu Ende. Ja, die Runde ist zu Ende und die geht an dich natürlich, ne? Alter Schwede, aber ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen üben, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich würde dir gleich mal meine, die Scheine übergeben, ne? Aufwerten. Da teilst du die wenigstens mit uns. Nein, noch bitte nur, schön. Hier 250. Nein. Okay, wenn ihr dabei gewesen seid. 50 für dich. Und 50 für dich. Danke. 50 für nein. Dich. Nein. Ich werde mit Fuß. Ja, das Geld. Ja, cool. Also, Papa hat gewonnen. Wie sieht's aus? War klar. Zweiter Durchgang? Ja, noch einmal. Zweiter Durchgang, aber nicht man mehr jetzt. Man denkt ehrlich nicht, dass das so kalt ist, ne? Es ist sehr kalt. Man ist hier drinnen und denkt so, oh, schön warm. Und dann gehst du in den Schnee raus. Das war ja nur von unten. Die Kälte kommt ja nur von unten hoch. Ich weiß. Stell dir mal vor, weil wie wär's, wenn wir mal so einen ganzen Wassereimer mit Eiswürfeln voll kippen und da drinnen nochmal gucken, wer das am längsten aushält. Jetzt. Aber nicht mehr jetzt. Nee. Nächstes Video. Und ich würde sagen... Er hat hier geschummelt, ne? Du warst nämlich aus dem Schnee raus, wenn wir da gestanden haben und gefroren haben. Ersch, komm mal bitte jetzt rein. Nee, komm jetzt bitte rein. Im Ernst jetzt. Was war das denn? Komm jetzt rein, es ist zu kalt. Schnucki, das mir ist zu kalt. Mach's ja. Komm da raus, du kriegst Blasenentzündung. Das Spiel ist schon zu Ende. Komm raus. Komm raus. Komm, meine Füße haben hier voll den Schnee weggeschmaut. Ach nee. Aber wenn du über den ganzen Schnee gerade ja, stöberst, das ist zu kalt. Nee. Mitten im Schnee. So, herein jetzt hier. So, komm jetzt. Komm rein! Das reicht jetzt, bist verrückt. Ich dachte, das wirklich nicht, dass das so wehtut, ne? Ja, aber tut's. Ich dachte, das steht so kalt, ey! Er liegt schon zum zweiten Mal jetzt hier am Boden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Zum wie gesagt, schreibt in die Kommentare rein. Ob wir nochmal eine Stufe höher gehen machen wollen. Machen wir, auf jeden Fall. Da braucht keiner was in die Kommentare zu schreiben. Nein! Und zwar in den Eiswürfeleimer. Und dann gucken wir mal. Oder wir nehmen die Badewanne dafür. So, bis zum nächsten Mal. Ach so. Also machen einen Daumen hoch. Vergessen den Kanal zu abonnieren. Und wir machen dann nochmal ein Video, wo wir das ganze, die ganze Badewanne. Ich zieh mal schnell die Schuhe. Wo wir die ganze Badewanne voll mit kaltem Wasser laufen lassen. Bei dir, mit ne? kaltem Wasser laufen lassen. Und dann müssen wir uns dann mit Badehose reinlegen. Und dann erfrieren wir. Genau. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss. Tschüss. So, wir machen jetzt nochmal schnell ein Thumbnail hier. Gerade eben mussten wir Thumbnail machen, das mussten also. Das tut so weh. Und das tut so weh. Und dann beim ersten Mal ging der Akku leer. Also mussten wir nochmal in den Schnee. Aber es ist alles hochgekrempelt. Auf jeden Fall ist es arschkalt. Schön, wenn der Schmerz nachlässt.